Sie ist das neue Herzstück des Umspannwerks in Sachsendorf. Die neue Mittelspannungsschaltanlage erhöht die Versorgungssicherheit im Cottbuser Stromnetz. Sie sorgt zusammen mit einem zweiten Einspeisepunkt dafür, dass Cottbus immer Strom hat. Heute wurde die neue Anlage feierlich eingeweiht. Die Elektroenergieversorgung Cottbus, kurz EVC, hat sie in Auftrag gegeben. Die Mitnetzstrom hat sie errichtet. Jens Schober, Geschäftsführer der EVC, ist froh, dass Cottbus weiterhin verlässlich mit Strom versorgt werden kann. Es ist ein Stück weit sicherer geworden. Ja, mit jedem Jahr, was Sie so eine alte Anlage länger betreiben, steigt das Risiko eines Ausfalls. Und dadurch, dass immer die Hälfte der Stadt an Endverbrauchern an dem Netz mithängt, ist es uns wichtig, dieses Risiko zu minimieren und haben uns entschieden für den Ersatzneubau. Die Führung ging auch durch die alte Mittelspannungsschaltanlage. Die ist mittlerweile 40 Jahre alt und muss jetzt abgelöst werden. Durch die neue Anlage kann der derzeitige Spitzenwert in der Ausfallzeit vielleicht nochmal gesenkt werden, denn Cottbus hat pro Letztverbraucher nur 9,1 Minuten Stromausfall im Jahr. Oberbürgermeister Holger Kelch ist bei der Einweihung auch dabei gewesen. Als gelernter Elektriker war es für ihn bekanntes Terrain, auch wenn sich vieles verändert hat. Man sieht ganz deutlich, was so in den letzten 30 Jahren, welchen Sprung die Technik hier gemacht hat. Aber auf der anderen Art ist es auch wieder schön, dass man sieht, es funktioniert noch Relais-Technik, das, was man heute in den Zeiten von Mikrochips gar nicht mehr vermuten würde. Aber es ist auch wichtig, weil das war mir auch klar, dass auch Relais-Technik eben funktioniert und nach wie vor sicher funktioniert. Und insofern bin ich schon erfreut, wieder mal so ein bisschen in die alte Welt reinschnuppern zu können, aber auch erfreut, was so Technik alles heute Neues, Modernes auf die Beine gestellt hat. Die neue Mittelspannungsschaltanlage hat nur ein Jahr Bauzeit benötigt. Sie übernimmt ab sofort die Arbeit der alten Anlage und versorgt Cottbus zuverlässig mit Strom.